Nichts als die vor ihm liegende Aufgabe im Sinn, bemühte sich Kratos, sich an die Wochen vor seiner Gefangenschaft zu erinnern, die Zeit, da er loszog, seinen Bund mit Ares zu brechen, dem Kriegsgott. Dein Geist ist verwirrt. Doch dein Können ist immer noch beispiellos. Willst du etwas von mir? Jawohl. Aber so führt man keine Unterhaltung. Ich sehe das anders. Du hast keinen Grund mir zu trauen, Spartaner. Doch bitte ich dich, es zu versuchen. Deine Gedanken sind nicht die deinen, aber ich kann dir helfen. Ich glaube, die gehören dir. Du wirst hiermit deinen Geist beruhigen, Kratos. Lass dich nicht von Illusionen täuschen. Haben die Visionen aufgehört? Ich sehe nur dich. Gut. Diese Fähigkeit wirst du auf deinem Weg brauchen. Welcher Weg wäre das? Der Weg in die Freiheit, Kratos. Freiheit? Ja, Freiheit. Freiheit von den Furien, die dich in Ares Namen unablässig verfolgen. Und letztendlich Freiheit von deinem Bund mit dem Gott des Krieges selbst. Den Eid brechen mit einem Gott. Nun, es ist ganz offensichtlich nicht mein Geist, um den es sich zu sorgen gilt. Ihretwegen schwankst du zwischen Klarheit und Illusion von jetzt auf gleich. Ist das ein Leben für einen großen Krieger? Die Furien sind nah. Sie dürfen nicht wissen, dass ich mit dir rede. Ich locke sie weg. Die Wahrheit wartet auf dich in Delphi, Kratos. Geh zum Orakel.
Für die, die die Wahrheit suchen, besitzt Ares Feuer keine Kraft.
Nimm das Eis Poseidons und du wirst deinen Weg finden. Yeah.